Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet ein schönes Wochenende bisher und ja, ihr seid fleißig. Und für uns ging ja die Woche die Schule wieder los für die Q12. Das mit den Hygienemaßnahmen bisher, soweit ich es mitgekriegt habe, funktioniert es ganz gut. Und ja, müssen wir mal, glaube ich, noch abwarten, diese nächste Woche, wie sich es dann wirklich entwickelt. Und dann denke ich mal, wissen wir auch bald, wie es mit euch weitergehen soll. Für euch weitergehen soll. Wir wollen jetzt heute noch was zur E-Funktion machen. Also die Hausaufgabe ganz kurz anschauen. Ihr könnt mir Fragen im Live-Chat bitte schreiben. Desto weniger Fragen, desto schneller gehe ich das Ganze durch. Und dann würde ich gerne noch zwei Aufgaben gemeinsam rechnen. Und dann sollte ja noch ein paar kleinere Übungen, also es sind zwar viele Aufgaben, die ich da im Arbeitsblatt 18 zusammengestellt habe aus dem Abitur, aber die gehen relativ schnell zu rechnen. Das ist jetzt kein enormer Aufwand, damit wir am Freitag dann mit dem Logarithmus starten können. Gut. Also, ich habe hier die Lösungen, die ihr auf Mebis schon sehen könnt, beziehungsweise auch in der Cloud. Zum Arbeitsblatt 17, zu den Aufgaben 1, 2 und 3. In der Aufgabe 1 war die Funktion x mal e hoch minus x gegeben und man sollte zunächst begründen, warum diese Funktion genau eine Nullstelle besitzt und diese auch angeben. Und da ist eben die Argumentation wieder folgende: e hoch minus x ist nicht nach unten verschoben und auch nicht an der x-Achse gespiegelt und dann müsste es ja gleichzeitig nach oben verschoben sein, damit wir eine Nullstelle erhalten. Das heißt, e hoch minus x ist einfach ungleich 0 für alle x aus R. Und damit kann das Produkt eben hier oben nur 0 werden, wenn der erste Faktor 0 wird. Das heißt, wenn x gleich 0 ist. Für die zweite Aufgabe, die Art und Lage der Extrempunkte und auch in welchen Intervallen das Ganze streng monoton zunehmend ist, da brauchen wir die erste Ableitung. Wir haben hier oben ein Produkt, das heißt, wir brauchen auch die Produktregel, das heißt, ich leite erst das x ab, das e hoch minus x bleibt, wie es ist. Dann lasse ich das x unverändert, leite den zweiten Faktor ab, e hoch minus x bleibt ja, wie wir wissen, abgeleitet, e hoch minus x. Ich muss allerdings nachdifferenzieren, minus x abgeleitet gibt minus 1. Dann kann ich das ein bisschen umstellen mit den Vorzeichen hier schöner schreiben und dann unsere Strategie, die wir letztes Mal schon besprochen haben, sollte man e hoch minus x ausklammern. Warum? Weil wir dann die gleiche Argumentation wieder hernehmen können für die Nullstellen der ersten Ableitung, wie schon hier oben. Wir wissen, dieser Faktor wird sicherlich nicht 0 sein. Daher ist das Ganze gleich 0, wenn der zweite Faktor 0 ist. Und das ist natürlich für x gleich 1 der Fall. Das sieht man ja direkt. Dementsprechend unterteilen wir unsere Definitionsmenge und unseren Definitionsbereich in zwei Abschnitte, x kleiner und x größer als 1. Bei x gleich 1 haben wir dann die Nullstelle der ersten Ableitung und damit hier ein Extremum. Für x kleiner als 1 kann man, wie gesagt, durchaus probieren. Zum Beispiel x gleich 0 mal einsetzen. Dann kommt was Positives raus. Das heißt, der Graph ist dort streng monoton steigend, hier entsprechend streng monoton fallend. Wir haben also einen Hochpunkt an der Stelle 1. Setzen wir diese x-Koordinate hier oben ein und rechnen aus, was rauskommt. Dann kommen wir auf ungefähr 0,37 als y-Koordinate dieses Hochpunktes. Dementsprechend ist die Funktion in dem Intervall streng monoton zunehmend, in dem der Graph zur Funktion streng monoton steigend ist. Das war ja diese Fachsprache, je nachdem, ob ich vom Graphen oder der Funktion rede. Und dementsprechend von minus unendlich bis 1 ausgeschlossen, weil bei 1 haben wir ja keine, steigt oder fällt der Graph ja nicht. Das heißt, die steigen gleich 0, ist es also in dem Intervall streng monoton zunehmend. Dann sollte man sich das Ganze mit der Wendetangente und dem Wendepunkt anschauen. Da wisst ihr auch, zweite Ableitung bilden. Das gleiche Spiel also wieder. Ich nehme jetzt hier allerdings auch schon die ausgeklammerte Form von hier oben.
Wenn x minus 1 wäre, dann hättest du 1 minus minus 1, das wäre 1 plus 1 und das ist 2 und sicherlich nicht 0. Also ich muss ja schauen, was ich für x hier einsetze, damit 0 rauskommt. 1 minus 1 gibt 0. Deswegen ist die Nullstelle bei 1 von der ersten Ableitung. Beim Ableiten, bei der zweiten Ableitung nehme ich mir auch wieder das Produkt her. Das finde ich jetzt schöner, als hier die Summanden abzuleiten und dann hier die Produktregel wieder anzuwenden. Also ersten Faktor abgeleitet, nachdifferenzieren, daher das Minus. Zweiter Faktor bleibt unverändert. Dann habe ich e hoch minus x und die Klammer abgeleitet, gibt wieder minus 1. Und jetzt kann ich e hoch minus x ausklammern. Habe ich hier, muss ich das Ganze ja das Minus hier in die Klammer ziehen, wenn ich nur e hoch minus x ausklammere. Deswegen dreht sich hier alles um. Also aus 1 wird minus 1, aus minus x wird x. Und dann habe ich minus 1, minus 1 ist minus 2 und hier plus x. Oder ich klammere, das habe ich noch dahinter geschrieben, ich klammere minus e hoch minus x aus. Dann hätte ich eben hier in der Klammer auch wieder vertauschte Vorzeichen, also nicht x minus 2, sondern minus x plus 2 und das schreibt man halt dann schöner, 2 minus x. Das ist vollkommen egal, ob ihr jetzt e hoch minus x oder minus e hoch x ausklammert. Für die Nullstellen ist dann nämlich sowieso wieder nur der zweite Faktor relevant und da sehen wir jetzt auch bei den zwei Lösungen hier oben, da ist es egal, welche ich hernehme. Denn die Nullstelle von dieser Klammer ist immer bei x gleich 2. Und da das eine einfache Nullstelle ist, ist es auch eine Wendestelle. Dementsprechend liegt der Wendepunkt dann bei 2 und wenn ich es in die Funktion oben einsetze, komme ich auf den y-Wert 0,27. Die Wendetangente dazu. Steigung wieder Wert der ersten Ableitung, x-Koordinate vom Wendepunkt einsetzen, ausrechnen und dann Wendepunkt einsetzen und das t ermitteln. Und dann haben wir die fertige Gleichung für die Wendetangente. So, soweit, so gut. Jetzt war ich schnell. Ich lasse euch einmal kurz durchatmen. In der D sollte man nämlich dann das Verhalten an den Rändern des Definitionsbereichs ermitteln. Und da mache ich es jetzt erstmal, dass ich die Funktion so nehme, wie ich sie gegeben habe, also als Produkt. Naja, gut, wenn x gegen unendlich geht, dann wissen wir, gegen was x geht. E hoch minus x geht dann gegen 0. Und wenn x gegen minus unendlich geht, gegen plus unendlich. Und somit haben wir hier unendlich mal 0 gibt den Grenzwert 0. Minus unendlich mal plus unendlich gibt sicherlich unendlich und wegen minus mal plus kriegen wir minus unendlich raus. Diese zwei Sachen, das hatte ich im letzten Stream schon erklärt, das sind diese Grenzwerte, die man auf jeden Fall auswendig wissen sollte, nämlich zu e hoch x und e hoch minus x. Ich habe es hier nochmal dazu geschrieben. Dadurch, dass wir jetzt hier den Grenzwert 0 bekommen, können wir schlussfolgern, dass also für immer größer werdende x die x-Achse die Asymptote ist, das heißt, nach rechts hin wird sich der Graph an die x-Achse annähern. Was wir auch letztes Mal noch gemacht haben, ist dieses Umschreiben. Das heißt, ich kann ja hier das zum Beispiel in den Nenner schreiben. Letztes Mal hat man es umgekehrt gemacht. Da haben wir es aus dem Nenner in den Zähler geschrieben, indem wir das Vorzeichen im Exponenten vertauscht haben, also umgedreht haben. Einfach zu dem Zweck, dass wir dann nicht die Quotientenregel brauchen zum Ableiten. Aber wenn ich das so schreiben würde oder vielleicht so in der Form gegeben habe als Bruch, dann würde die Grenzwertberechnung so ausschauen. Dann geht ja e hoch x für x gegen plus unendlich auch gegen plus unendlich. Dann habe ich hier diesen unbestimmten Ausdruck unendlich durch unendlich. Und da haben wir ja gelernt, da kommt dann die Begründung e gewinnt ins Spiel. E hoch x steht nämlich im Nenner und wächst ja sehr viel schneller als x und überhaupt als irgendwie x hoch n. Also wird der Bruch immer kleiner,
geht also gegen 0, muss ja auch das gleiche rauskommen wie hier oben. Und hier haben wir dann, wenn der Nenner gegen 0 geht, wird der Bruch immer größer, aber weil es hier gegen minus unendlich geht, geht auch dann der ganze Bruch gegen minus unendlich. So viel also zu den Grenzwerten. Eigentlich nicht viel oder nichts Neues. Das war alles, was wir letztes Mal schon besprochen hatten. Der Graph, der sieht dann so aus, wenn ich ihn jetzt zeichne. Ich habe die Wendetangente noch einzeichnen lassen von GeoGebra. Wir haben die Nullstelle. Wir haben den Hochpunkt und den Wendepunkt. Und auch hier sieht man leider wieder die Änderung des Krümmungsverhaltens nur sehr schlecht, weil eben H und W von den Y-Werten sehr eng beieinander liegen und auch noch zumal von den X-Werten her. Aber wir sehen hier schön deutlich das Grenzwertverhalten gegen minus unendlich, wenn die X-Werte kleiner werden und wenn die X-Werte größer werden, nähert sich der Graph immer mehr der X-Achse an. Genau, das war schon die erste Aufgabe von dem Arbeitsblatt. Das ist wirklich alles, was da jetzt drankommt, sind Grundlagen zur E-Funktion, zur Kurvendiskussion. In denen solltet ihr euch sicher fühlen. Spätestens am Ende dieses Livestreams, beziehungsweise wenn ihr das gegebenenfalls nochmal für euch nachbereitet habt. Die Aufgabe 2 ist es im Prinzip ähnliche Fragestellung. Ein bisschen abgeändert, damit ihr euch auch daran gewöhnt, dass nicht immer die Aufgabenstellung 1 zu 1 genauso formuliert ist. Wir haben jetzt hier sogar was Quadratisches multipliziert mit irgendeinem Teil einer E-Funktion, also e hoch 1/2 x. Die Nullstellen, es ist die gleiche Argumentation, dass ich wieder sage, das kann nie 0 werden. Also es resultieren die Nullstellen meiner Funktion aus dem ersten Faktor x² plus x minus 5. Da kann ich die Lösungsformel hernehmen und bekomme diese zwei nicht unbedingt schön einzuzeichnenden Nullstellen später, also minus 2,8 und 1,8 nachher zum Zeichnen. Beim Grenzwertverhalten in der B haben wir auch wieder, wir haben hier eine ganz rationale Funktion, ja, x² plus x minus 5, da wisst ihr aus der 10. Klasse, dass hier nur die höchste Potenz von x überhaupt ausschlaggebend ist für den Grenzwert, also x², deswegen geht es jeweils gegen plus unendlich, egal ob x gegen plus oder minus unendlich strebt, weil Quadrat macht ja immer alles positiv quasi. Und hier das 1/2 im Exponenten vor dem x tut gar nichts zur Sache. Das verlangsamt zwar ein bisschen, Quatsch, das beschleunigt sogar das Wachstum nochmal. Das Grenzwertverhalten, aber das spielt keine Rolle, weil letzten Endes geht das immer noch gegen plus unendlich bzw. gegen 0. Und damit unendlich mal unendlich ist unendlich, plus mal plus ist plus. Und hier haben wir mal 0, deswegen Grenzwert 0. X-Achse wird also wieder asymptotisch sein für kleiner werdende x. Sehen wir gleich im Graphen. Dann solltet ihr die Hoch- und Tiefpunkte bestimmen. Und halt wieder gleiche Arbeit. Ich leite den ersten Faktor ab, dann leite ich den zweiten Faktor ab. Das 1/2 kommt vom Nachdifferenzieren des Exponenten. Dann klammere ich e hoch 1/2 x aus. Dann muss ich das hier halt alles mit 1/2 multiplizieren. Also die ganze Klammer, weil hier steht ja 1/2 mal die Klammer. Und hier das dann mit dem zusammenrechnen. Dann habe ich 1/2 x, 1/2 x, 1/2 x Quadrat, Entschuldigung, 1/2 x. Und 2x sind 2,5x minus 2,5 plus 1 ist minus 1,5. Die Nullstellen, wieder genau wie oben. Das Ding spielt keine Rolle. Also nur die hintere Klammer. Und da komme ich jetzt eben auch mit Hilfe der Lösungsformel letzten Endes auf diese zwei Nullstellen der ersten Ableitung. Das heißt, das sind die zwei Extremstellen. Und jetzt könnte man das zum Beispiel wieder mit einer Monotonietabelle lösen. Das habe ich mir jetzt hier gespart. Ich denke, das seid ihr mittlerweile routiniert. Dann bekommen wir einen Hoch- und einen Tiefpunkt. Wenn übrigens das Monotonieverhalten wie hier nicht explizit gefordert ist, muss man auch nicht die Tabelle machen. Es hätte jetzt gereicht, einen Wert kleiner
als X1 und kleiner als X2 zum Beispiel einzusetzen, um dann informell mit einem kurzen Satz als Begründung auf die Art der Extrempunkte zu schließen. Wir wissen ja, es sind einfache Nullstellen, das heißt, es können nur Hoch- oder Tiefpunkte sein. Terrassenpunkt, dafür müsste das eine doppelte Nullstelle sein, haben wir nicht. Und ob es jetzt ein Hop oder ein Tipp ist, könnte ich auch so mit einer kurzen Begründung und einer Rechnung, wie ich es eigentlich in der Monotonie-Tabelle eh tue, auch hinschreiben. Ich spare mir vielleicht eine Minute auf zwei Schreibarbeit. Das könnt ihr euch aussuchen. Gut. Und dann sehe der Graph. Habe ich den gar nicht gezeichnet? War der gar nicht? War gar nicht verlangt. Gut. So genau habe ich mir die Aufgaben vorher angeschaut, wie man sieht. Bin mir aber unsicher. Ah, tatsächlich nicht gefordert zu zeichnen. Gut, dann sparen wir uns das Bildchen und gehen über zur dritten Aufgabe. Da war ja jetzt dann wieder alles zu tun. Also Nullstellen, Extreme, Unverhalten an den Rändern. Die Wendepunkte haben wir jetzt hier mal rausgelassen und den Graphen skizzieren. Hier habe ich jetzt auch nicht mehr die ganz ausführliche Lösung mit Begründung hingeschrieben. Es ist immer das Gleiche. Das kann nicht 0 werden. Wir haben hier eine Verschiebung in Y, in X-Richtung, nicht in Y-Richtung. Das heißt auch nur, x² kann 0 werden. Das ist also eine doppelte Nullstelle. Das Ableiten funktioniert nach dem gleichen Schema. Wieder ausklammern. Dann habe ich hier 2x plus x². Nur für diesen Faktor kann die erste Ableitung wieder 0 werden. Das heißt, ich habe zwei Nullstellen minus 2 und 0. Dementsprechend folgende Monotonietabelle. Und dann habe ich auch hier wieder das Grenzwertverhalten, jeweils gegen plus unendlich oder hier gegen 0. Die Verschiebung in x-Richtung hat keinen Einfluss auf das Grenzwertverhalten meiner e-Funktion. Daher ändert sich da eigentlich auch nichts zu den vorherigen Beispielen. Spannender ist dagegen die Teilaufgabe B. Denn die E-Funktion hat ja, geht ja durch den Punkt 0, 1. Und der ist auch fest, weil 3 mal 0 ist immer noch 0. Aber durch das minus 1 hier hinten verschiebe ich den Graphen von e hoch 3x ja um 1 nach unten. Und dadurch entsteht eine Nullstelle und zwar genau beim y-Achsenabschnitt bei x gleich 0. Denn wir verschieben ja auch damit die Asymptote. Also die x-Achse ist jetzt nicht mehr Asymptote, sondern die gerade y gleich minus 1 ist jetzt die Asymptote, also alles um minus 1 verschoben. Und da muss man eben darauf achten, wenn hier plötzlich so eine Verschiebung ins Spiel kommt oder ich das Ganze spiegle und nach oben verschiebe, dann entstehen auch plötzlich Nullstellen. Uns interessieren jetzt erstmal nur die einfachen Fälle. Wie man das rechnerisch für kompliziertere Fälle berechnen könnte, dafür braucht man dann am Ende der Woche den Logarithmus. Das Ableiten ist dafür sehr einfach, weil die minus 1 einfach wegfällt. Ich muss hier eigentlich nur einmal nachdifferenzieren. Und das ist jetzt ja nicht mehr verschoben, der Graph der Ableitungsfunktion. Das heißt, wir haben keine Extrema, ist also gar nichts zu tun. Und beim Grenzwertverhalten schaut es ähnlich einfach aus. Die 3 hier, also die Stauchung mit dem Faktor 1 Drittel in x-Richtung, die tut nichts zur Sache. Was das Grenzwertverhalten angeht, das heißt, das geht immer noch gegen plus unendlich, für x geht gegen plus unendlich, beziehungsweise gegen 0, wenn x gegen minus unendlich strebt. Für immer größer werdende Funktionswerte interessiert es mich gar nicht, ob da hinten noch eine minus 1 steht. Das macht bei so großen Zahlen gegen plus unendlich gar nichts mehr aus. Das heißt, es geht immer noch gegen plus unendlich. Aber hier wird es interessant. Da geht nämlich der Teil gegen 0, der Teil geht natürlich gegen minus 1 und damit ist der Grenzwert auch minus 1. Und eben die Parallele zur x-Achse y gleich minus 1 ist jetzt dann Asymptote, wie eben schon hier oben erklärt.
Okay, soweit eine Frage eurerseits. Ich gebe euch wieder kurz Zeit, um gegebenenfalls in den Live-Chat zu schreiben. Ansonsten zeige ich noch die C und die Graphen zu den dreien. Und dann können wir mit einer gemeinsamen Übung noch weitermachen. E gewinnt kommt nur dann ins Spiel, wenn ich einen unbestimmten Rechenausdruck habe. Also zum Beispiel plus unendlich durch plus unendlich. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Weil plus unendlich durch plus unendlich kann ich mich ja nicht entscheiden. Gibt es 1, also unendlich durch unendlich, 5 durch 5, soll ich mir das so vorstellen? Oder soll ich mir vorstellen, ja, das eine unendlich ist größer als das andere unendlich? Dann wird es gegen unendlich oder gegen 0 gehen. Und da braucht man eben diese Bedingung oder diese Begründung E gewinnt, wenn man weiß, dass unendlich von dem E hoch x, das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber dieses unendlich ist größer als das andere unendlich dieser Potenzfunktion. Das heißt, das gewinnt, das wächst einfach schneller. Aber hier habe ich ja keinen unbestimmten Ausdruck. Hier habe ich 0 minus 1. Und 0 minus 1 ist 1. Da habe ich keinen unbestimmten Ausdruck, brauche also auch kein E gewinnt. E gewinnt brauche ich also eigentlich wirklich nur bei Brüchen mit der E-Funktion. Weil bei den Produkten haben wir bisher auch kein Problem gehabt, zum Beispiel hier oben. Da haben wir dann unendlich mal unendlich oder meinetwegen minus unendlich mal plus unendlich, wenn hier x hoch 3 stünde, hier x hoch 3 stünde zum Beispiel. Oder hier dann mal 0. Ja, das ist halt einfach 0. Und so habe ich hier auch 0 minus 1 ist minus 1. Okay, dann machen wir weiter. Falls noch Fragen kommen, springe ich einfach zur Not zurück. H von x, da haben wir x mal e hoch minus 0,5x Quadrat. Das Ganze ist zwar an der y-Achse gespiegelt, das sehen wir an dem Minus hier oben, aber das alles ist alles irrelevant für die Nullstellen. Das Ding kann wieder nicht 0 werden, also ist die einzige Nullstelle bei 0. Die Ableitung, gut, x abgeleitet gibt 1, deswegen bleibt der Teil einfach unverändert stehen. Dann den zweiten Teil ableiten. Und hier habe ich schon ein bisschen zusammengefasst. Das kann ich vielleicht nochmal als einen Zwischenschritt aufschreiben. Wenn ich das ableite, dann habe ich ja x mal e hoch minus 0,5x Quadrat. Mal, und jetzt muss ich nachdifferenzieren, mal minus, hier würde noch ein Plus stehen, im Term, minus 0,5 mal 2x, das ist die Ableitung vom Exponenten, dann steht da also Punkt, 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 plus x mal e hoch minus 0,5x Quadrat, naja, minus 0,5 mal 2 ist minus 1, also minus x. Und deswegen x mal x ist x Quadrat und das Minus und das Plus hier ergeben dieses Minus. Naja, jetzt kann ich das wieder ausklammern hier und dann habe ich hier also 1 minus x Quadrat und dementsprechend, wie schon bei den Nullstellen, die Überlegung, das wird wieder nicht 0. Also kann nur 1 minus x Quadrat gleich 0 werden. Das wäre ja gleichbedeutend mit dem Lösen dieser Gleichung. Naja, und was gibt quadriert 1? Plus und minus 1 geben quadriert immer 1. Deswegen hier die Lösungen.
So, und mit dem Wissen können wir jetzt dann noch die Monotonie-Tabelle machen. Heißt, das Ganze für kleiner minus 1 zwischen minus 1 und 1 und größer als 1 anschauen, wieder probeweise einsetzen und dann kriege ich hier einen Tiefpunkt und einen Hochpunkt raus mit den entsprechenden Koordinaten, wenn ich es in die ursprüngliche Funktionsgleichung einsetze. Und dann sehen die Graphen so aus. Das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich klein im Stream zu sehen, je nachdem, vor allem wenn ihr auf dem Handy schaut. Aber ihr habt es ja online in der Cloud und auf Mebis. So würden dann die Graphen ausschauen. Man erkennt übrigens hier schon an der Monotonie-Tabelle schön diese Punktsymmetrie vom orangenen Graphen von H. Und man erkennt eigentlich auch die B sehr schön, weil man ja hier die beiden F und H haben jeweils die X-Achse als Asymptote, denn da ist ja immer beim Grenzwertverhalten jeweils 0 rausgekommen. Und da fällt mir gerade auf, für die H habe ich es gar nicht mehr aufgeschrieben. Tatsächlich nicht. Ah, hat sich auch bisher keiner gemeldet von euch, aber dann machen wir das halt nochmal schnell. Ich brauche nur nochmal den Funktionsterm nebenbei. Dann hätten wir hier halt für die H. Von H von x wäre dann der Grenzwert für x geht gegen plus unendlich von x mal e hoch minus 0,5 x Quadrat. Und das hier ist zu, also ich meine, das ist glaube ich klar. Das geht gegen plus unendlich. Und der Sums, der geht gegen. Der geht gegen 0, denn weil hier das Ganze mit dem x-Quadrat, das spielt jetzt also keine Rolle für das Plus unendlich. Und ich habe aber hier dieses Minus davor stehen, deswegen müssen wir an den Grenzwert von e hoch minus x denken. Deswegen geht das dann Ganze gegen 0. Und damit geht auch die ganze Funktion gegen 0. Dagegen, wenn wir das gegen minus unendlich betrachten, dann wird es jetzt tatsächlich interessant. Denn ich meine, das ist klar, das geht dann gegen minus unendlich. Gegen was geht dann die e-Funktion hier? Man würde jetzt, man wäre jetzt verleitet zu sagen, naja, wieder wegen minus e hoch x, e hoch minus x geht das Ganze gegen plus unendlich. Stimmt aber nicht. Weil das hier, dieses e hoch minus 0,5 x Quadrat, verhält sich nämlich jetzt für x gegen plus und minus unendlich identisch. Also auch hier geht es gegen 0. Warum? Weil es hier nämlich keinen Unterschied macht, ob ich plus oder minus unendlich betrachte durch das x-Quadrat. Das heißt, hier steht im Exponenten immer etwas Negatives, weil das x-Quadrat immer positiv ist und das Minus hier immer ausschlaggebend ist. Deswegen muss ich auch hier, trotzdem ich gegen x, gegen minus unendlich gehe, an den Grenzwert von e hoch minus x für x geht gegen plus unendlich denken, weil ich darauf zurückkomme durch das x-Quadrat hier oben. Und deswegen geht auch das gegen 0, das heißt, die x-Achse ist Asymptote, aber eben für immer größer werdende und immer kleiner werdende x-Werte. Ich schreibe das nachher noch in die Lösungsdatei dazu und lade die nochmal neu hoch auf Mebis und in die Cloud. Habe ich tatsächlich bei dem ganzen Copy-Paste-Zeug vergessen mit aufzuschreiben, nachdem sich bisher keiner gemeldet hat, weil für euch das wahrscheinlich alles sonnenklar war, hoffe ich zumindest. Um die Graphen dann noch besser zeichnen zu können, beherzigt auch den Tipp, den ich noch unten dazu geschrieben habe, einen weiteren Funktionswert, zum Beispiel f von 1 oder so zu berechnen, dass ich ungefähr oder besser abschätzen kann, wie schnell steigt denn hier diese Kurve.
Oder wie schnell nähert sie sich? Also verläuft die, ich male jetzt einfach rein, verläuft der blaue Graph vielleicht so? Also nähert er sich schon so früh der X-Achse an oder doch eher später? Daher ist es hilfreich, hier nochmal irgendwie so einen Wert nochmal zu berechnen. Desto besser und desto genauer ist die Skizze letzten Endes. Und ansonsten nehmen wir halt unser Grenzwertverhalten und unsere Extremwerte und die Nullstellen, wenn wir sie haben, zur Hilfe. So, das wäre die Besprechung dieser Hausaufgabe gewesen. Hat jetzt doch eine halbe Stunde gedauert, war ja auch nicht so wenig. Trotzdem, ich bin da immer relativ schnell, weil ich von euch auch erwarte, dass ihr euch das auch vorher anschaut, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ihr die Sachen macht. Und wer das nicht tut, der hat jetzt im Gegensatz tatsächlich zum normalen Unterricht den Luxus, gegebenenfalls den Livestream oder auch wenn ihr große Schwierigkeiten hattet, den Livestream ja im Nachhinein nochmal anzuschauen oder halt nur punktuell die Teilaufgaben, die euch interessieren. So, bitte noch abschließende Fragen, wenn es gibt, zum Arbeitsblatt 17. Sonst möchte ich mit Buchaufgaben noch weitermachen. Wie angekündigt. Okay, dann gehe ich davon aus, dass es keine Fragen gibt. Dann schauen wir uns die Aufgaben im Buch an. Und zwar möchte ich starten mit der Aufgabe 16 auf der Seite 120. Und jetzt wechseln wir zum altbekannten Bild. Seite 120, Nummer 16. Vielleicht habt ihr das Buch vor euch. Ist nicht unpraktisch jetzt. Trotzdem sage ich kurz, was zu tun ist. Wir haben folgende Funktion gegeben. F von x ist 4x Quadrat mal e hoch x. Und wir sollen in der Teilaufgabe a den Definitionsbereich bestimmen, das Verhalten an den Rändern und die gemeinsamen Punkte mit den Koordinatenachsen angeben. Das ist eigentlich nicht tragisch. Der Definitionsbereich von f sind alle reellen Zahlen, denn wir haben keine Wurzel, wir haben keinen Logarithmus, wir haben keinen Bruch, wir müssen auf nichts aufpassen. Das Grenzwertverhalten naja, nehme ich vielleicht einen Bleistift schnell her. Noch schöner aus. Ihr wisst ja, ich schreibe das im Unterricht immer so, nicht wie in den Musterlösungen, da habe ich einfach nicht die Möglichkeiten, das so schön zu machen oder das ist sonst sehr aufwendig. Naja, also x Quadrat geht ja gegen Plus unendlich, das sollten wir wissen. Und e hoch x sollten wir auch wissen, dass das gegen Plus unendlich geht. Das heißt, unendlich mal unendlich, Plus mal Plus, das Ganze geht gegen Plus unendlich. Dann für x geht gegen minus unendlich. Da geht das wieder gegen plus unendlich wegen dem Quadrat. Aber das hier geht gegen 0. Also eigentlich ist es mir ziemlich wurscht, ob das gegen plus oder minus unendlich geht. Weil auf jeden Fall mal 0. Da muss 0 rauskommen. Und damit wird die x-Achse wieder Asymptote sein. Und die gemeinsamen Punkte mit den Koordinatenachsen, das sind ja dann die Nullstellen, die ich dafür brauche, oder halt den Y-Achsenabschnitt. Fangen wir mal mit den Nullstellen an. Und das sehen wir wieder, wir wissen, e hoch x ist ungleich 0.
für alle x aus dem Definitionsbereich, also aus ganz R. Und damit bleibt ja nur noch, dass das f 0 wird, naja, ein 4x Quadrat 0 wird, und das ist, glaube ich, klar. Das ist 0, wenn x 0 ist. Dementsprechend ist der Schnittpunkt 0, 0. Damit fällt die einzige doppelte Nullstelle, die wir haben in der Funktion. Wegen x Quadrat haben wir da eine doppelte. Und der Schnittpunkt mit der y-Achse zusammen in den Ursprung. Das heißt, ich muss auch sonst nichts weiter tun. Ich muss jetzt nicht noch f von 0 ausrechnen und den Schnittpunkt mit der y-Achse separat bestimmen. Der ist mir hier schon mit rausgekommen. Jo, in der B sollen wir jetzt wieder das Monotonieverhalten und die Extrempunkte untersuchen. Ja, dann machen wir das halt. Müssen wir erstmal ableiten. Und da lasse ich euch jetzt einmal das Ganze machen, bevor ich es zeige. Also einmal ableiten das Ganze. Wenn wir das machen, 4x Quadrat abgeleitet gibt 8x mal e hoch x, dann plus 4x Quadrat mal e hoch x, nachdifferenzieren brauchen wir hier nicht, also beziehungsweise kommt 1 raus, dann klammern wir e hoch x wieder aus und dann steht da 4x Quadrat plus 8x. Wer das jetzt sieht, der hätte auch noch gleich die 4 mit ausgeklammert, das könnte ich auch machen, dann habe ich danach eine einfachere Funktion. Also dann könnte ich auch schreiben, 4e hoch x ist x mal x Quadrat plus 2x, das könnte ich auch machen, tue ich mich sogar noch leichter, wenn man das sieht, sonst muss man halt jetzt bei der Bestimmung der Nullstellen ein bisschen mehr rechnen. Und da kann ich wieder sagen, naja, wenn das gleich 0 ist, dann ist die Ableitung 0, weil e hoch x und damit auch 4 mal e hoch x sicher nicht 0 werden kann. Dann klammern wir da ein x aus, weil das kommt ja in jedem Summanden vor. Dann haben wir hier x plus 2 gleich 0 und dann kann ich die Nullstellen ablesen. x1 gleich 0 und x2 gleich minus 2. Das sind beides einfache Nullstellen, das heißt, wir werden hier jeweils einen Hoch- oder Tiefpunkt haben. Und das könnte man jetzt zum Beispiel wieder mit der Monotonietabelle lösen. Also wir müssen hier bei x2 anfangen. Also x kleiner als minus 2. Dann hätten wir x gleich minus 2. Dann x liegt zwischen den zwei Nullstellen. X ist gleich 0. Und x ist größer als 0. Und dann interessiert uns wieder halt das Vorzeichen der Ableitung. Der Schreibtisch ist heute unaufgeräumt, ich muss die ganze Zeit kramen. Na gut, dann machen wir daraus wenigstens eine halbwegs ansehnliche Tabelle. Wir wissen, hier ist die Ableitung 0. Dazwischen müssen wir es noch ausprobieren. Wir wissen, das ist immer positiv, e hoch x.
Jetzt kann ich also ausprobieren, was passiert, wenn ich minus 3 einsetze. Dann habe ich 9 minus 6 ist 3, das ist positiv. Und jetzt kann man das ganze Spiel noch zum Beispiel mit minus 1 treiben. Dann habe ich hier 1 plus minus 2, dann haben wir was Negatives. Und hier war größer als 0, meinetwegen 1, dann ist es eh klar, es ist wieder positiv. Kontrollieren kann man sich ja immer. Ich weiß, ich habe einfache Nullstellen. Heißt, wenn ich hier schon das Plus ermittelt habe, dann muss es sich eigentlich von hier nach hier immer wieder abwechseln. Also hier dürfte ja nur ein Plus stehen, wenn ich einen Terrassenpunkt habe und den kann ich ausschließen, weil ich nur einfache Nullstellen habe. Verlasst euch nicht immer drauf, weil wenn das hier ein Fehler ist, dann macht ihr natürlich auch da den Fehler. Aber man kann sich jetzt zumindest hier kontrollieren, wenn man hier ein Plus jetzt bekommen hätte, dann hätte ich sagen können, stopp, das kann ja nicht sein. Okay. Der Graph ist dann hier streng monoton steigend, hier streng monoton fallend und wieder streng monoton steigend. Damit haben wir hier einen Hochpunkt und hier einen Tiefpunkt. Und der Hochpunkt hat folgende Koordinaten: minus 2 und f von minus 2. Und das ist ja eingesetzt in dieses, hier oben ist der Teil noch enthalten. 4x Quadrat plus e hoch x, also das 4 mal 4 ist 16, 16 e hoch minus 2. Das könnte man dann noch ausrechnen, was das ist, gerundet, um es nachher zeichnen zu können. Brauchen wir in dem Fall nicht, sparen wir uns. Und der Tiefpunkt ist klar, das war ja oben der Schnittpunkt mit den Koordinatenachsen, also bei 0, 0. So, bremst mich, wenn es zu schnell geht. Oder wenn ihr Fragen habt bis hierher, das ist eigentlich jetzt Standardgedöns. Da solltet ihr euch sicher fühlen. Okay, in der Teilaufgabe C sollen wir dann wieder uns mit den Wendepunkten auseinandersetzen. Das heißt, hier haben wir nochmal die Chance, was ja auf dem Arbeitsplatz 17 jetzt nicht andauernd war, die Wendepunkte zu bestimmen. Das heißt, auch sowas Komplizierteres wieder oben abzuleiten. Ich nehme jetzt das mit der ausgeklammerten 4. Ah, gute Frage. Ihr dürft hier gerundet, da käme, wenn ich es in den Taschenrechner eintippe, irgendwas so 2,17 raus. Es ist beides in Ordnung. Also wenn ihr das eh eintippt, dann reicht mir auch der gerundete Wert auf 2 Dezimalen. Gut, zur zweiten Ableitung. Ich leite erst den ersten ab. Das ist wieder 4 mal e hoch x. Der Vorfaktor, da passiert ja nichts beim Ableiten mit. Und e hoch x wissen wir, was abgeleitet ist. Also plus. So, und jetzt lasse ich den ersten unverändert. Das schaut genauso aus wie vorher. Aber jetzt ändert sich was in der Klammer, denn jetzt leite ich die ab. Also 2x plus 2. Und jetzt sehen wir auch hier wieder. Es ist einfach schön, mit der e-Funktion da zu rechnen, denn dadurch, dass die sich selbst erhält beim Ableiten, ist das Ausklammern eigentlich nie ein Problem. Das einzige Problem, das haben wir eben bei der Hausaufgabe gesehen, wenn hier e hoch minus x steht, dann muss ich mit den Vorzeichen aufpassen, dass ich dann, ob ich es mit ausklammere oder ob ich es in die andere Klammer, in den zweiten Faktor zum Beispiel mit reinziehe, dass ich das also nicht verliere. Da muss man den Überblick bewahren. Aber ansonsten ist es wirklich immer schön, ja, hier zu machen. Ich muss jetzt eigentlich nur die zwei Klammern zusammenfassen. X Quadrat, 2x plus 2x sind 4x. Und dann war es das hier schon, also wieder plus 2.
Und die Nullstellen von dem Ganzen, die lassen sich ja dann auch wieder auf dieses Quadratische hier zurückführen. Und dann haben wir mit der Lösungsformel minus b plus minus b Quadrat, also 16, minus 4ac, also minus 8. Und ihr seht, das wird jetzt nicht mehr schön, weil da steht unter der Wurzel 8, das ist keine Quadratzahl. Das sind aber so typische Aufgaben aus dem Abitur auch mal, dass da halt nicht immer Quadratzahlen unter der Wurzel auftauchen. Sollte euch nicht unbedingt abschrecken. So, und dann hätten wir hier minus 4 plus minus die Wurzel aus 8. Das kann ich teilweise radizieren. Das mache ich jetzt einfach, weil es mir Spaß macht. 4 mal 2, die Wurzel aus 4 ist 2, das heißt, dann habe ich hier 2 Wurzel 2 durch 2 und minus 2 plus minus Wurzel 2 kriege ich raus, weil ich das dann hier, ich habe ja hier oben eine Summe bzw. eine Differenz, ich muss also beides durch 2 teilen, dann kürzt sich das hier raus und minus 4 durch 2 ist natürlich minus 2. Wer keinen Spaß beim teilweise Radizieren hat, wo ich glaube ja sowieso ziemlich alleine bin damit, der hört hier auf und tippt in den Taschenrechner ein. Auch das mache ich jetzt, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Und da kommen wir halt dann auf x1 wäre ungefähr minus 0,59 und x2 wäre ungefähr minus 3,41. Das sind auf jeden Fall alles Wendestellen. Da einfache Nullstellen. Von F', F2'. Ja, das heißt, wir haben jetzt auch zwei Wendepunkte gefunden. Wie gesagt, die Koordinaten sind nicht schön. Dann haben wir W1. Gott sei Dank müssen wir das Krümmungsverhalten nicht untersuchen. Und zwar kommt da dann raus, wenn ich das jetzt in das 4x² plus mal e hoch x einsetze, komme ich auf ungefähr 0,76 und W2 mit minus 3,41 und ungefähr 1,53 als Koordinaten für meine Wendepunkte. Auch hier dürft ihr die gerundeten Werte von hier einsetzen in die Funktion. Natürlich hat man dann zweimal gerundetes Ergebnis, wird etwas ungenauer dadurch, aber das ist noch im Toleranzbereich von 0,01 definitiv, dass das keine Probleme verursacht, was jetzt eine Korrektur oder Bewertung angeht. So, das waren jetzt noch mal ein paar Standardaufgaben dazu. Die Teilaufgabe D ist jetzt sehr viel spannender und auch nämlich die Aufgabe 17, die ich mir dann noch mit euch anschauen möchte. Das sollte man eigentlich angeben, ja, weil wenn es eine doppelte Nullstelle in der zweiten Ableitung ist, dann ändert sich nämlich da das Krümmungsverhalten auch nicht, so wie sich bei einer doppelten Nullstelle der ersten Ableitung das Ganze, das Monotonieverhalten nicht ändert. Und damit hätte ich da gar keine Extremstelle im Sinne eines Hoch- oder Tiefpunktes und genauso hätte ich hier dann keine Wendestelle, weil das Krümmungsverhalten gleich bleibt, wie bei einer Parabel. Also zum Beispiel x hoch 4
hat ja da ändert sich bei x hoch 4, bei dem Graphen ändert sich ja das Krümmungsverhalten nicht. Weil die zweite Ableitung sind ja 12x Quadrat. Und da ist 0 eine doppelte Nullstelle und da spielt es dann keine Rolle, ob ich was Kleineres oder Größeres als 0 einsetze. Das Vorzeichen ist immer positiv und damit ändert sich das Krümmungsverhalten nicht. Und anstatt das so ausführlich jetzt noch zu erläutern oder zu überprüfen, ist dann halt aber die Bedingung schon notwendig. Und das ist eigentlich die kürzeste Möglichkeit, das zu begründen. Weitere Fragen? Wir sind ganz gut in der Zeit. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell heute. Ich will zwar heute auch fertig werden, nach Q12 Unterricht und schon einem Livestream für meine 9. heute. Aber wie gesagt, ihr müsst mich bremsen, wenn ich mal zu schnell bin. Okay, ihr erduldet alle euer Schicksal, zumindest die 18 Zuschauer gerade. Dann machen wir weiter und schauen uns jetzt die Teilaufgabe D an. Und dazu sollten wir auf jeden Fall einen Blick ins Buch werfen. Da geht es jetzt nämlich darum, dass wir hier drei Graphen gegeben haben: A, B und C, also den grünen, blauen und den roten. Und wir sollen begründen, welcher der Graphen zu f gehört, also zu dem hier, welcher zur Ableitungsfunktion gehört und welcher zur Stammfunktion gehört. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen wäre es jetzt wahrscheinlich sehr schnell und sehr leicht zu machen, über die Nullstellen zu gehen oder über die Vorzeichen meiner Funktionswerte. Oder über die Extremstellen. Gib doch jetzt mal bitte einen Tipp ab im Live-Chat, welcher der Graphen zu F, F' und Groß F gehört. Also schreib es einfach A, also Groß A. Dann meinetwegen F', wenn er meint, A ist der Graph der Ableitungsfunktion und so weiter. Bin gespannt, was ihr sagt.
Gut, wir haben jetzt vier Antworten und alle sind richtig. Sehr schön. Da ist zweimal F-Strich irgendwie dabei, Ian. Das kann dann nicht sein. Irgendwo hast du dich vertippt. Aber B ist der Graph von F. Das ist auf jeden Fall so. Denn wir sollen ja begründen. Schreiben wir eine ordentliche Begründung auf. Denn ich kann jetzt zum einen sagen, denn f von x besitzt bei x gleich 0 eine doppelte Nullstelle, die nur der Graph B, ja, schon wieder besitzt eigentlich. Gott sei Dank sind wir nicht beim Deutschkollegen im Unterricht, also zweimal besitzt, schon wieder Wortwiederholung. Aber aufgrund der doppelten Nullstelle, weil die anderen haben ja dort eine einfache bzw. eine ja, fast schon dreifache, so sieht es irgendwie aus, Nullstelle. Also sicher keine doppelte, damit könnte man das begründen, dass b zu klein f gehört. Und auch habt ihr recht, dass a der Graph der Ableitungsfunktion ist, also ist der Graph von f', denn die schreibe ich es ein bisschen kürzer, denn die Nullstellen x gleich minus 2 und x gleich 0, jeweils einfach, stimmen überein. Also, wir haben ja eben ausgerechnet, die Nullstellen meiner Ableitungsfunktion sind minus 2 und 0. Und a ist auch wieder der einzige von den drei Graphen, der diese Nullstellen besitzt. Also das könnte ich das genauso wieder mit Wortwiederholung oder formulieren wieder oben. Und ja, jetzt könnte ich natürlich schreiben, Graph C bleibt übrig. Als Begründung, C ist der Graph von Groß F, von der Stammfunktion. Allerdings, was ist, wenn ich jetzt einen vierten Graphen noch hingezeichnet hätte? Das wäre fies und ihr kennt mich, ich würde das machen. Deswegen braucht man jetzt hier nicht nur von wegen Graph bleibt übrig als Begründung, sondern wir brauchen eine vernünftige. Und da könnte man ja zum Beispiel anführen, denn wegen, wir wissen ja, wenn wir die Stammfunktion ableiten, bekommen wir die normale Funktion f von x raus. Das wissen wir schon lange. Wir leiten f auf und bekommen so Groß f. Und wenn wir das Ganze umgekehrt machen, Groß f ableiten, bekommen wir wieder f. Deswegen ist ja quasi f von x, nicht nur quasi, es ist so, ist f von x die Ableitungsfunktion zu Groß f, das heißt beschreibt das Steigungsverhalten. Und wir wissen, f von x ist größer gleich 0 für alle x aus R. Warum ist das so? Gönnen wir uns ein bisschen Farbe. Das hier wissen wir, weil 4x² immer positiv ist, immer größer gleich 0
und e hoch x sogar echt größer als 0 ist, dann ist also f grundsätzlich größer gleich 0. Das liegt also am Funktionsterm, kann man das erkennen, weil das Produkt nie negativ werden kann, weil nie einer der Faktoren negativ wird. Das heißt, wenn f von x immer größer gleich 0 ist, dann muss ja der Graph meiner Stammfunktion streng monoton steigend sein, weil klein f ja die Ableitungsfunktion zu dem Ganzen ist. Also so wie wenn ich von klein f und f' spreche. Also, denn wegen diesem Zusammenhang zwischen Groß F und Klein F und dass wir wissen, dass Klein F immer größer gleich 0 ist, ist der Graph oder muss der Graph, könnte man schreiben, von F streng monoton steigend außer natürlich für x gleich 0, da hätten wir die Nullstelle der ersten Ableitungsfunktion, das haben wir eben hier schon gesehen, x Quadrat gleich 0. Aber grundsätzlich muss das Ding ziemlich streng monoton steigen, bis auf vielleicht diese Ausnahme hier bei x gleich 0. Und das trifft ja, wenn wir das nochmal kurz anschauen, trifft ja genau auf den Graphen hier zu. Der macht hier mal kurz Pause, steigt aber sonst streng monoton die ganze Zeit. Das wäre also jetzt eine vernünftige Begründung dafür, dass C der Graph von Groß F sein muss. Also wenn man zum Beispiel auch einen vierten Graphen gegeben hätte und deswegen nicht nach dem Ausschlussprinzip gehen kann. Fragen zu der Argumentation. Sonst würde ich jetzt noch Aufgabe 17 mit euch anschauen. Okay, dann mache ich mal einfach weiter, solange niemand was sagt. Und zwar in der Aufgabe 17 haben wir folgende Funktion. Und da werdet ihr euch jetzt freuen. Es ist eine Funktion Schar, die wir alle so lieben. Und die Funktion schaut so aus. Die Graphen dazu, und das ist irgendwas mit dem Logo von einem Sportartikelhersteller zu tun hat, das schenken wir uns erstmal. Das müsst ihr auch bei Abituraufgaben zum Beispiel erst einmal ignorieren, dass da irgendwo schon am Anfang gleich von irgendeinem Kontext die Rede ist. Häufig ist es bei solchen Aufgaben, wie wir auch hier gleich sehen werden, so, dass erstmal einfach nur gerechnet werden soll und vielleicht in der letzten Teilaufgabe oder auch in der vorletzten, da redet man dann plötzlich über wieder diesen Kontext und da muss man dann wieder dieses beliebte Textverständnis an den Tag legen. Aber lasst euch, wie gesagt, nicht gleich am Anfang davon verwirren. Den Teil überlesen wir jetzt, dass von wegen noch eine Drehung um 90 Grad später dazu kommt. Erstmal interessiert uns nur einfach diese Funktionenschar und die untersuchen wir jetzt mathematisch. Und zwar mit den hinsichtlich der Schnittpunkte, mit den Koordinatenachsen und das Verhalten für x geht gegen plus, minus unendlich. Das ist nämlich der erste Teil. Also Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Und da fangen wir mal an mit der y-Achse. Das heißt, hier muss ich ja für x 0 einsetzen. Dann bekomme ich e hoch 0, das ist 1. Und 0 minus a, das heißt, hier kommt minus a raus.
Und auch hier wieder Funktionenschar. Ja, es kommt keine konkrete Zahl raus. Aber das a ist zu behandeln wie eine ganz normale Zahl, die größer gleich 0 ist. Weil auf das konkrete a beziehe ich mich ja dann später nur nochmal, wenn ich einen konkreten Fall, also einen konkreten Graphen mir anschaue oder einen konkreten Graphen untersuchen will und das passende a bestimmen soll oder solche Scherze. Aber erstmal nehme ich das als Lösung einfach hin, dass das ein Platzhalter wieder für irgendeine Zahl ist, vereint quasi eine Funktion aus dieser Schar. Heißt, der Schnittpunkt mit der y-Achse liegt dann natürlich bei x0 und y minus a. Haben wir ja gerade ausgerechnet, dass das der dazugehörige Funktionswert ist. Dann mit der x-Achse das Ganze, das sind die Nullstellen, also die wir brauchen, f von x, Entschuldigung, fa von x gleich 0. Und auch hier kommt wieder ins Spiel, das e hoch x wird nicht 0. Das ist mir egal, ob das in einer Schar vorkommt oder nicht, solange es nicht ganz, ganz blöd verändert worden ist. Naja, und wann ist denn diese Gleichung gleich 0? Schreibt es mir mal bitte schnell in den Chat rein. Was muss ich für x einsetzen, damit hier 0 rauskommt? Also was ist die Nullstelle? Richtig, x gleich a. Das heißt, der Schnittpunkt mit der x-Achse liegt bei a 0. Y wird jetzt natürlich 0 beim Schnittpunkt mit der x-Achse. Und a, also das heißt auch, das bedeutet jetzt nichts anderes. Es schaut jetzt irgendwie nicht nach einem Ergebnis aus, halt, weil es wieder eine Schar ist. Trotzdem, das sagt eigentlich nur aus, dass tatsächlich die ganzen Graphen meiner Funktionsschar verschiedene Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen haben, weil ja die Koordinaten hier offensichtlich von dem a direkt abhängen. Käme jetzt halt hier irgendwie 2 raus, dann wüssten wir zum Beispiel a, der Schnittpunkt mit der x-Achse ist ein gemeinsamer Punkt aller dieser ganzen Funktionen, die wir uns da anschauen in der Schar. Aber so wissen wir, okay, diese Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen variieren, je nachdem, welche Funktion aus der Schar, also für welches a, ich mir das Ganze nachher betrachten werde. Mehr tut das Ganze nicht zur Sache. So, dann noch das Grenzwertverhalten. Also, ich schreibe das auch als kleine Überschrift. Verhalten von f für, ach, fa, ich vergesse jedes Mal den Index heute, für x geht gegen plus minus unendlich. Also, dann haben wir hier, ich setze jetzt gleich den Funktionsterm ein, altbekanntes Lied, e hoch x geht gegen plus unendlich. Ja, gegen was geht denn jetzt halt hier dann die Klammer? Das ist wieder eine ganz rationale Funktion, wo hinten irgendwas Konstantes abgezogen wird. Also meinetwegen x minus 5, x minus 42, x minus Pi, irgendwas. Ausschlaggebend ist immer noch das x. Weil bei x minus 2 interessiert es mich ja auch nicht, ob von unendlich nachher minus 2 abgezogen wird. Das ist so groß, es bleibt unendlich, also geht das hier auch gegen plus unendlich. Und damit haben wir hier wieder unendlich mal unendlich, plus mal plus, das Ganze geht gegen plus unendlich. Genauso für x geht gegen minus unendlich.
Ihr ahnt vielleicht schon, worauf es hinausläuft. Das Ding geht gegen 0, das wissen wir. Das geht gegen Minus unendlich, auch wenn es mich eigentlich gar nicht interessiert, weil schon der erste Faktor gegen 0 geht. Also gehen die Funktionswerte insgesamt gegen 0, wenn x immer kleiner wird. Ich möchte jetzt hier an der Stelle noch einen kleinen Zusatz machen, weil sie es gerade anbietet, um einfach dieses Grenzwertverhalten mit, weil auch eben ja die Frage kommt wegen dem E gewinnt, das jetzt nochmal machen. Einfach so als Zusatz den Grenzwert nochmal anders ausrechnen. Denn ich könnte ja f von x ja auch schreiben als x minus a durch e hoch minus x. Damit habe ich ja jetzt quasi nur den Zähler, also einen Teil des Zählers hier runtergebracht. Also statt dann e mal e hoch x schreibe ich mal, also geteilt durch e hoch minus x. Das ist ja diese Potenzregel, von der ich schon die ganze Zeit immer wieder rede. Das könnte ich also genauso schreiben, es ist die gleiche Funktion. Nur wahrscheinlich, da sind wir uns einig, deutlich hässlicher geschrieben. So könnte aber auch eine Angabe auch im Abitur mal ausschauen. Entweder man checkt das sofort und schreibt es dann um. Oder man rechnet einfach stur damit weiter und das will ich jetzt eben noch einmal tun. Das heißt, ich schaue mir den Grenzwert hier an. Für x geht gegen plus unendlich. Dann geht der Zähler, so wie oben auch schon, der Faktor gegen plus unendlich natürlich. Gegen was geht denn jetzt dann der Nenner? Schreibt mir das mal bitte in den Live-Chat schnell rein. Gegen was geht der Nenner, wenn x gegen plus unendlich strebt? Jawohl, ihr habt es gelernt, den Grenzwert, das geht gegen 0. Damit geht das Ganze gegen was? Naja, wir haben eigentlich die Lösung ja schon oben stehen, aber wenn der Zähler immer größer wird, der Nenner immer kleiner wird, dann wird der Bruch ja sowieso immer größer. Also selbst wenn das hier oben gegen was Konstantes gehen würde, würde das Ganze immer noch gegen plus unendlich streben. Machen wir noch den Grenzwert für x geht gegen minus unendlich. Von diesem Bruch. Da ändert sich auch hier nichts dran. Gegen was geht jetzt der Nenner? Aber der geht jetzt gegen plus unendlich. Und jetzt habe ich diesen unbestimmten Ausdruck unendlich durch unendlich. Die Vorzeichen interessieren mich gar nicht. Und da ist immer dann das Problem, was kommt denn da raus? Und da kommt jetzt eben, weil das hier, das gewinnt, e gewinnt immer. Gegen solche Ausdrücke wie im Zähler. Das Minus A spielt ja sowieso gar keine Rolle mehr, solange x nicht gegen 0 geht zum Beispiel. Wir haben hier eine ganz rationale Funktion. E gewinnt. Basta. Und deswegen wird der Nenner, also jetzt
sehr viel schneller größer. Das heißt, das Ding geht auf jeden Fall gegen Null. Der Bruch wird immer kleiner. Und das muss ich jetzt aber hier begründen, warum es jetzt, warum nicht das obere gewinnt. Und das ist eben genau dann, dass ich da, das dazu schreibe, E gewinnt. Und das ist diese Vereinbarung, die wir im Unterricht getroffen haben, dass wir das sagen, das reicht als Begründung. Hinter diesem E gewinnt steckt die Vorstellung, dass die Exponentialfunktion, die natürliche Exponentialfunktion, einfach schneller wächst als jede Potenzfunktion. Gut. Jetzt müssen wir uns noch die Extrempunkte anschauen, das Krümmungsverhalten und den Wendepunkt. Also eigentlich das gleiche Prozedere wie bisher, nur dass wir halt jetzt von einer Schar sprechen. Und dann schafft man in der C kurz den Bogen wieder zu diesem Kontext und in der D ist es dann eine kleine Transferaufgabe. Also, Teilaufgabe B. Ich schreibe die Funktion nochmal hier oben hin, so als Hilfe. Wir müssen das Ding jetzt zweimal ableiten. Das ist also dann e hoch x mal x minus a, wenn ich das e hoch x ableite, plus e hoch x. Ja, was gibt denn x minus a abgeleitet? Verratet es mir mal. Was ist x minus a abgeleitet? Richtig, weil das minus a, das ist irgendwas Konstantes, wir wissen zwar nicht etwas, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Negatives, also weil a ja größer gleich 0 ist oder halt 0. Und x abgeleitet gibt 1, das heißt, das ist schon die fertige erste Ableitung, da steht nur mal 1 dahinter. Dann klammern wir das wieder aus, dann habe ich x minus a und hier klammere ich ja auch das e hoch x aus, dann steht hier noch plus 1. Weil ich e hoch x durch e hoch x ist wieder 1. Ja, dann brauchen wir für die Extrempunkte brauchen wir die Nullstellen. Oh, ich habe schon wieder das A vergessen. Da oben auch. Immerhin konsequent. Ja, e hoch x kann wieder nicht 0 werden. Was machen wir also? Plus a minus 1. Wir bringen also alles, was nichts mit x zu tun hat, darüber. Und dann haben wir ja gleich unsere Lösung. Das ist a minus 1. Das ist die Extremstelle. Das ist ein Rechenausdruck, das ist schon klar. Aber wie gesagt, wir müssen uns immer vor Augen halten, die Extrempunkte hängen also jetzt von dieser Variable a ab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel f5 anschaue, dann hätte diese Funktion also bei x gleich 4, 5 minus 1, eine Extremstelle. Nichts anderes bedeutet es. So, jetzt könnte ich wieder zum Beispiel eine Monotonie-Tabelle machen. Die ist aber hier gar nicht gefordert, deswegen kürze ich das jetzt einfach mal mit einer Begründung ab. Wir wissen, es ist eine einfache Nullstelle. Daraus folgt, es muss ein Hop oder ein Tipp sein. Ein Tab kann es nicht sein. Naja, jetzt muss ich nur rausfinden, ja, steigt das Ding jetzt vorher oder fällt das Ding jetzt vorher, bevor ich bei a minus 1 angekommen bin? Und dann weiß ich ja eigentlich sogar schon, ob es ein Hop oder ein Tipp ist. Das heißt, wir probieren das einfach mal aus. Und jetzt nehme ich einfach mal was nehmen wir? Ich nehme jetzt etwas, das größer ist.
als a minus 1. Also ich gucke mir jetzt hier, weil es einfach einfacher ist. Ich könnte jetzt auch a minus 2 nehmen, also etwas, das links davon liegt, von meiner Nullstelle. Ich nehme jetzt aber bewusst, was rechts liegt, weil es tatsächlich einfacher ist. Jetzt setze ich das mal ein in meine Ableitungsfunktion. Sollte vielleicht den Ton für mein E-Mail-Postfach ausmachen. Dann e hoch a. Dann haben wir hier a minus a plus 1. Und da sehen wir jetzt nämlich, das ist 0 mal 1. Da kommt e hoch a raus. Ja, toll. Das ist jetzt noch nicht mal ein Ergebnis eigentlich, so wie eine Zahl, was man jetzt vielleicht erwarten oder sich wünschen würde. Aber wir wissen doch über unsere E-Funktion. Und hier steht irgendeine Zahl, die größer gleich 0 ist im Exponenten. Ja, e hoch irgendwas Positives ist ja sicher positiv. Weil e, die Eulersche Zahl, ja selber eine positive Zahl ist. Und hoch 0 ist immer noch 1. Das heißt, das ist sicher größer als 0. Mit der Überlegung, die ich gerade genannt habe. Also wegen dieser Überlegung hier ist GF für x größer a minus 1, also quasi rechts von der Nullstelle, größer als 0, das heißt streng monoton steigend. Also es das heißt, nach der Extremstelle steigt der Graph. Dementsprechend, daraus folgt, wir haben einen Tiefpunkt. Vorher muss es dann dementsprechend fallen. Heißt, hätte ich hier a minus 2 eingesetzt, dann hätte ich hier was rausbekommen mit einem negativen Vorzeichen tatsächlich. Und da hätte ich dann auch mir genauso überlegen können, das muss kleiner als 0 sein. Also ein Tipp mit den Koordinaten a minus 1. Und jetzt muss ich das halt oben einsetzen. E hoch a minus 1 mal a minus 1 minus a, also minus e mal a hoch minus 1, weil a minus a gibt 0 mal minus 1, kann ich schöner so schreiben. Hier kann ich es jetzt tatsächlich ja nicht ausrechnen, so wie eben die Paulina schon gefragt hat. Hier muss ich es jetzt so stehen lassen, weil ja die y-Koordinate auch wieder von dem a abhängt, das ich jetzt nicht kenne für die Schar. Gut. Ich werde wahrscheinlich, das kann ich euch jetzt schon verraten, so ungefähr 5 Minuten überziehen müssen. Aber ich glaube, das ist es wert dafür, dass ich jetzt ein bisschen das Tempo rausgenommen habe bei der Schar. Und auch, dass wir mehr miteinander interagieren über den Live-Chat. Ich glaube, das bringt euch dann mehr und das sind bei 90 Minuten Unterrichtsstunde oder Livestream die 5 Minuten wert, es zu überziehen. Wer aus Protest gehen möchte um Punkt 16 Uhr, kann das tun und die 5 Minuten heute Abend anschauen oder auch gar nicht. Das liegt in eurer Verantwortung. Aber ich halte das für sinnvoll, als wenn ich nur noch die Lösungen runterratter. Gut, dann hattet ihr damit jetzt auch gerade ein bisschen Zeit, nochmal drüber nachzudenken oder Fragen zu stellen. Können wir uns jetzt den Wendepunkten widmen. Jetzt müssen wir also das alles wieder ableiten und das ist eigentlich auch nicht weiter tragisch, weil, naja, was erwarten wir denn? Da kommt halt jetzt wieder das gleiche Muster raus wie oben schon. Nur dass ich jetzt hier hinten noch dieses plus 1 in der Klammer habe. Die Ableitung aber hier, da spielt es gar keine Rolle, ob da nochmal eine plus 1 steht. Es gibt genauso wie minus a abgeleitet 0. Das heißt, hier habe ich wieder plus e hoch x.
Und deswegen ändert sich auch an der zweiten Ableitung nicht besonders viel. Plus 1 aus der Klammer plus 1 vom Ausklammern. Also e hoch x mal x minus a plus 2 in dem Fall. Also ein bisschen anders, sonst wäre es ja auch arg langweilig. Und schon wieder den Index vergessen. Ja gut, die Nullstellen funktionieren dann genauso. E hoch x wird wieder nicht 0. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Und dann machen wir eigentlich genau das gleiche wie oben, nur jetzt halt mit plus 1 hier auf der linken Seite, anstatt dessen plus 2. Dann haben wir halt die Nullstelle bei a minus 2. Und das ist wieder eine Wendestelle. Da einfache Nullstelle von F2'. Und jetzt wollen die hier tatsächlich von uns das Maskrümmungsverhalten untersuchen. Das heißt, jetzt müssen wir echt eine Tabelle machen. Also x ist kleiner als a minus 2. X ist gleich a minus 2. Und x ist größer als a minus 2. Und hier empfiehlt es sich jetzt, ich weiß, dass es in anderen Kursen schon immer so gemacht worden ist, dass man sich erstmal die Faktoren bzw. deren Vorzeichen anschaut und dann schlussfolgert, was es für die zweite Ableitung, weil die Ableitung überhaupt bedeutet. Wir haben das immer in einem gemacht, weil ich das unnötige Schreibarbeit finde. Hier bei einer Schar, wenn man sich unsicher ist, macht es vielleicht oder ist es hilfreich, dann doch die Faktoren einzeln zu betrachten. Deswegen schreibe ich das jetzt hier einmal so auf. Also quasi diese zwei Schritte, diese zwei Zeilen hier, das werden so Zwischenüberlegungen, die uns dann hier zu der eigentlichen führen, die wir haben wollen. Und dann auch die, schon wieder Index, und dann auch die Aussage über den Graphen erlauben. Okay, dann machen wir wieder eine halbwegs vernünftige Tabelle daraus. So, e hoch x ist immer größer als 0. Also egal, was ich davon einsetze. Setze ich hier a minus 2 ein in den zweiten Faktor, dann kriegen wir hier 0 raus. Sollte ja auch irgendwo, damit wir in der Summe dann 0 mal irgendwas Positives ist 0 bekommen. So, und jetzt ist es hier spannend, was hier passiert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, das mache ich so als Randnotiz, also Sternchen 1, das rechne ich hier am Rand, wähle zum Beispiel a minus 3, also x ist gleich a minus 3. Das ist sicherlich kleiner als a minus 2, weil ich statt minus 2 minus 3 hernehme, beim gleichen Wert von a. So, dann setze ich das ein. Dann habe ich hier a minus 3 minus a plus 2. Die a's heben sich weg. Minus 3 plus 2, das gibt minus 1. Die 1 interessiert mich nicht, aber das Vorzeichen war interessant. Das ist ein Minus. Achso, das ist jetzt das Stativ im Weg. Kommt minus 1 raus, also negatives Vorzeichen. Genauso mache ich das Spiel hier. Sternchen 2. Hier mache ich mir das sogar noch einfacher. Ich nehme jetzt nicht a minus 1. Ich will gar nicht so viel rechnen. Ich nehme einfach x gleich a. Das ist sicherlich auch größer als a minus 2. Und dann
bekomme ich nämlich, naja, dann sieht man sofort a minus a plus 2, da kommt was Positives raus. Und jetzt plus mal minus ist minus, plus mal plus ist plus und jetzt bin ich bei dem Ergebnis, das ich eigentlich die ganze Zeit haben wollte. Das muss man nur wieder wissen, wenn die zweite Ableitung in dem Bereich negativ ist, dann ist der Graph rechts gekrümmt. Und hier dann links gekrümmt, ist ja auch logisch, das Krümmungsverhalten muss sich ändern, weil wir eine Wendestelle haben. Also haben wir hier einen Wendepunkt mit den Koordinaten a minus 2. Und das setzen wir jetzt in FA ein. Dann bekommen wir e hoch a minus 2 mal a minus 2 minus a. Und das ist minus 2 mal e hoch a minus 2. Weil hier die a sich ja quasi wegheben. Und dann nur noch der Faktor minus 2 bleibt. Und dann schreibe ich es einfach wieder schöner, indem ich es davor setze, den Faktor. So, damit haben wir auch das geschafft. Fragen hierzu? Dann bitte jetzt stellen. Die C und die D gehen schneller. Da ist weniger zu tun. Beziehungsweise Gott sei Dank habe ich die C schon gezeichnet. Die lege ich euch, die zeige ich euch jetzt so. Dann direkt. Okay, keine Fragen. Dann ist jetzt die Aufgabenstellung in der C gewesen, zwei Graphen zu zeichnen. Ich habe sogar alle drei gezeichnet. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. So übereifrig. Auf jeden Fall sollte man dann den Bezug jetzt zu diesem Logo, das hier gegeben ist, herstellen. Und da ist es jetzt wichtig, nochmal nachzulesen. Dabei handelt es sich um eine Drehung um 90 Grad. Wenn ich die Graphen jetzt gezeichnet habe und sogar wie gesagt die ersten drei, dann schaut das, muss ich ein bisschen rauszoomen, sieht das so aus. Und jetzt muss ich mir die Drehung um 90 Grad vorstellen, das heißt tatsächlich so. Und dann ja, sehe ich eigentlich, dass das genau dem Logo hier entspricht. Wenn ich die so gezeichnet habe und dann ist es halt tatsächlich so, dass das war das Stativ, dass für das Logo genau diese ersten drei Graphen in Frage kommen. Das heißt, für das Logo durch diese Drehung um 90 Grad haben wir dann a gleich 1, a gleich 2 und a gleich 3. Und das Zeichnen, das schreibe ich hier noch dazu. Indem man in die bisherigen Ergebnisse den Wert für a einsetzt. Also wenn ich bei a gleich 1 bin, dann setze ich halt hier 1 ein, dann habe ich also den Wendepunkt bei minus 1 und minus 2 mal e hoch minus 1.
Das kann ich dann tatsächlich wieder ausrechnen. Da kommt ja dann wirklich eine konkrete Zahl raus. Und damit kann ich die Graphen dann auch wirklich konkret zeichnen, indem ich wirklich in meine Ergebnisse von Nullstellen, Extremstellen, Wendestellen oder Wendepunkten einfach überall, wo das A auftaucht, diesen konkreten Wert jeweils einsetze. Dankeschön, schöne Grüße auch zurück an die Kira. Und jo, jetzt fehlt uns nur noch die D. Und da heißt es, zeigen Sie, dass a plus 1 eine Stammfunktion von a ist. Und das ist eigentlich noch ein schöner Abschluss zu dem, was wir eben bei der Aufgabe 16 hatten. Die passt mir auch noch auf die Seite, auf die letzten Zeilen. Jetzt schreibe ich mir erstmal auf, wie der Funktionsterm zu f von a plus 1 von x ausschaut. Das ist ja dann e hoch x und statt a setze ich jetzt a plus 1 ein. Vorsicht, Klammern setzen. Also was vorher mein a war, ist jetzt mein a plus 1. Deswegen muss ich das klammern. Das sieht aber nicht schön aus, deswegen löse ich die Klammer vielleicht auf. Also minus a minus 1. Ja, also das Minus dreht ja alle Vorzeichen hier um oder alle Rechenzeichen. So, und wenn das jetzt, also Behauptung ist ja f ab plus 1 von x ist Stammfunktion. Von fa von x. Und das bedeutet ja, das heißt, wenn ich das ableite, die Stammfunktion, also dieses fa plus 1 von x, dann müsste fa von x rauskommen. Auf welche Funktion meinst du? Auf welche bin ich wie gekommen? Wir haben heute viele Funktionen gehabt. Okay, mach mal weiter, bis da die Antwort noch kommt. Dann kann ich es gegebenenfalls nochmal gerne erklären. Und ja, jetzt rechnen wir das quasi einfach nur nach. Jetzt leite ich also das Ding wirklich mal ab und schaue, ob fa von x rauskommt. Also Produktregel. Ersten Faktor ableiten plus e hoch x und jetzt den zweiten Faktor abgeleitet. Da kommt ja wieder 1 raus. Und jetzt klammern wir das aus, das e hoch x wie schon eben. Minus a minus 1. Und jetzt sehen wir, was da passiert. Minus 1 plus 1. Und das ist tatsächlich vereinfacht x minus a. Und das ist fa von x. Und damit habe ich bewiesen oder nachgewiesen, dass das tatsächlich hier, also dieser Term, die Stammfunktion zu fa von x ist. Und das ist erstmal eine schwierige Aufgabe, so wie sie formuliert ist, aber ja doch eigentlich eher einfach zu lösen. Man muss nur eben wissen, wie man rangeht. Und das ist immer das Gleiche. Ich muss das hier einfach wissen. Eine Stammfunktion abgeleitet gibt meine normale Funktion und das rechne ich einfach nach. So, jetzt haben wir es auch für heute dann geschafft. Nur noch ein Schlusswort gleich von mir. Und falls dann noch mal eine Nachfrage kommt.
Ja, gut, das war's dann. Was jetzt ganz wichtig ist, wir haben jetzt wirklich mit den E-Funktionen so viel Gutes gemacht und so intensiv schon geübt, dass ihr mit den Aufgaben auf dem Arbeitsblatt 17, die wir bisher gemacht haben, eigentlich schon das Wichtigste kennengelernt habt. Auch dass plötzlich mal beim Grenzwert nicht immer 0 oder irgendwas unendlich rauskommt, sondern minus 1, wie eben bei der Aufgabe 3. Schaut euch sowas nochmal gut an. Damit seid ihr wirklich super vorbereitet auf mögliche Aufgaben aus Klausuren oder Abitur. Dazu gibt es jetzt eben noch die letzten zwei Aufgaben auf dem Arbeitsblatt 17 und ein paar kleine, gut machbare Abituraufgaben. Und ihr werdet erstaunt sein, wie gut ihr die schon lösen könnt. Zur E-Funktion auf dem Arbeitsblatt 18. Alles dazu auf Mebis oder in der Cloud mit Musterlösungen. Ich möchte dann am Freitag mit dem Logarithmus anfangen. Das heißt, bitte nehmt es auch ernst, jetzt einen Haken hinter die E-Funktion machen zu können, indem ihr euch das nochmal nachbereitet, gegebenenfalls was wir jetzt besprochen haben und auch die letzten Übungen noch macht, euch die Musterlösungen anschaut, mich kontaktiert, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Einfach übers Mebis-Forum oder zur Not per E-Mail. Forum wäre mir lieber, wenn vielleicht mehrere die gleiche Frage haben. Und dann können wir am Freitag mit dem Logarithmus starten. Schön, dass ihr fast jetzt doch 13 Minuten länger ausgehalten habt. Aber ich glaube, es hat was gebracht, dass man es ein bisschen ruhiger macht oder dass man auch, wie gesagt, miteinander kommuniziert und dass ihr zum Mitdenken angeregt seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, macht es gut und wir sehen uns am Freitag wieder um 14:30 Uhr bis 16 Uhr dann zum Logarithmus. Bleibt gesund, macht es gut.